Prinz Harry und Herzogin Meghan, Image retten, Shitstorm für neues TV-Interview am Sonntag. Passend zu Herzogin Meghans 43. Geburtstag am 4. August soll ein neues TV-Interview von ihr und Prinz Harry auf dem Sender CBS ausgestrahlt werden. Müssen die Royals mit neuen Seitenhieben rechnen? Prinz Harry und Herzogin Meghan, neues TV-Interview am 4. August im US-Fernsehen. Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, zeigen sich erneut vor der Kamera, nach dem skandalösen Oprah-Interview Anfang 2021, in dem das Paar heftig gegen die übrigen Royals ausgeteilt hatte, wollen die beiden nun erneut ein Interview im Fernsehen geben. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sollen sich die Sussexes dabei den Fragen von CBS-Moderatorin Jane Bali stellen wollen. Ausgestrahlt werden soll das Ganze schließlich am 4. August 2024, also an Meghans 43. Geburtstag. Zufall? Wohl nicht. Doch worum soll es in Harrys und Meghans Interview gehen? Wissen sich König Charles III., 75, Prinz William, 42, und Co. etwa auf erneute Seitenhiebe oder unschöne Enthüllungen einstellen? Sie sprechen über Cybermobbing, Shitstorm gegen die Sussexes. Angeblich nicht. Vielmehr soll es in Prinz Harrys und Herzogin Meghans Interview um das Thema Cybermobbing gehen. Es ist bekannt, dass dem Paar die Sicherheit von Kindern im Internet besonders am Herzen liegt. In einem ersten Vorschauvideo, das auf dem Instagram-Account CBS Sunday Morning zu sehen ist, hört man die 42-Jährige darüber sagen, dass man besonders, wenn man selbst Kinder hat, diese mit allen möglichen Mitteln schützen wolle. Prinz Harry geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt drastisch, dass Eltern oftmals nicht in der Lage seien, die Anzeichen eines drohenden Suizids wegen Cybermobbings zu erkennen. Entsprechend scheint es so, als müssten sich Charles, William, Carter und Co. aktuell keine Sorgen um neue Skandale machen. Dafür allerdings Harry und Meghan selbst. Unter dem Instagram-Clip müssen sich die zweifachen Eltern nämlich extrem viel Kritik gefallen lassen. So manch ein User droht sogar damit, das Interview zu boykottieren. Wollten sie nicht in Ruhe gelassen werden? Dann geht doch auch bitte weg, schreibt ein User. In anderen Kommentaren heißt es: Ich habe meinen jüngeren Bruder vor 10 Jahren durch Suizid verloren. Ich kann euch versprechen, dass diese beiden überhaupt keine Ahnung davon haben. Über mentale Gesundheit zu sprechen, schon gar nicht nach allem, was sie ihren eigenen Familien angetan haben. Ich habe keine Worte dafür, CBS, dass ihr diesen Unsinn unterstützt oder das sind wirklich harte, ernste Themen und die beiden sind weit davon entfernt, Experte zu sein. Also versuchen sie schon wieder, Tragödien dazu zu missbrauchen, ihr Image zu retten. Autsch.